Hallo ihr Lieben, ich stehe hier zwar noch ganz locker flockig in meinem kleinen Sommerpolunder, aber wir wissen ja, die Zeit wird kommen, wo wir uns wieder nach was Kuscheligem sehnen. Und heute gibt es zwar kein neues Modell, aber es gibt so viel neue Ware. Eigentlich müsste ich hier mit dem Handtuch und kleinen Schweißband stehen, was wir alles eingeräumt haben die letzten Tage. Wir haben uns es nämlich sehr zu Herzen genommen, dass ja die Sachen immer so schnell ausverkauft sind bei uns und wir versuchen gerade unser Lager ein bisschen aufzustocken. Es gibt also richtig viel Snafnock im Moment. Wir haben alle Farben da, außer einer, die aber leider bei Camarose ausverkauft ist, Zitronengul. Aber sonst sind wirklich alle da. Marineblau kommt hoffentlich noch, bis das Video ausgestrahlt wird, wenn nicht einen Tag später. Kommt also auch. Und sonst sind alle Farben da. Wir lieben dieses Garn von Camarose. Die Schneeflocke. 55% Alpaka, 35% Baumwolle, 10% Merino. Das Besondere an dem Garn ist ja erstmal Farbpalette. Geht richtig weit nach unten. Ja, das geht richtig weit nach unten. Das Besondere an dem Garn ist ja, dass in diesem Baumwolltube, in diesem Baumwollkanal, wird also das Alpaka und die Baumwolle, nein, das Alpaka und die Merinowolle hineingeblasen, was das Ganze also zu einem durch die Baumwolle unheimlich stabilen, aber doch super leichten Garn macht. Also das ist was, wenn ihr, also es wird ja so mit Nadel 4 bis 6 gestrickt. Und es ist trotzdem federleicht, es ist super weich und kuschelig. Es ist also ein richtig schönes Garn. Und es gibt auch ein paar neue Farben. Wir haben nämlich was aus der Naturserie dazu genommen. Das ist also das ungefärbte Garn. Also Organic Cotton, die Merino-Wolle ist natürlich wie immer mulessingfrei. Und das Alpaka ist eben das ungefärbte Alpaka-Garn. Es gibt da sehr schöne Farben, nämlich dieses Creme. Es ist ähnlich wie Lys Beige, aber ein bisschen heller. Es gibt Sol Sort. Ist ein bisschen an, ja, was heißt ein bisschen? Ist ziemlich anders wie das normale Schwarz. Es hat diese schöne Melierung drin mit dem hellen, mit der weißen Baumwolle. Dann gibt es das Noddebrun, ein schöner heller Kemmelton. Ja, sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Und dieses Musegras ist ähnlich dem Askegras, dem hellen. Ja, ein bisschen anders. Also sehr schöne Farben. Und sonst sind natürlich eure ganzen Lieblingsfarben wieder da. Die Rosé-Töne, Lys-Rosa, Morke-Rosa. Puder, dann gibt es jetzt auch Lyspuder. Ist ein bisschen mehr ins Lachsige, wie ihr seht. Also ein bisschen wärmerer Ton, so ein Nude-Ton. Dann hier natürlich die ganzen Knaller: Rot, Hindbeer, Pink, Duebla, Jeansbla, die Türkistöne, dann hier die schönen Grüntöne, die klassischen Graus, also es ist alles wieder da. Und wir haben richtig viel da. Ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt alles machen, außer die Miss Sunny in Gelb. Ist ja wieder super. Und ihr braucht von dem Garn, für Größe S braucht ihr zum Beispiel nur 8 Knäuel. Ihr seht, das ist also wirklich eine Feder. Und unser Lieblingsteil, Dagmars schönes Design. Das wird nämlich jetzt das erste Kuscheljäckchen, das ihr brauchen könnt. Was heißt Jäckchen? Ein Mantel. Das ist unsere Dori in der langen Form. Ist also auch so ein Lieblingsmercerie-Teil. Ist so kuschelig. Das Muster ist, ja, sind verkreuzte Maschen, ist machbar, würde ich sagen. Klassisch gestrickt. Von unten nach oben. Wäre eben hier die lange Form, da braucht ihr, Mengen sind natürlich auch immer gut, bin gespannt, was ich heute wieder vergesse. Also für den Mantel braucht ihr in der kleinsten Größe 14, in ML 15 und in
XL und XXL braucht ihr 16. Und ihr seht, auch das ist also wirklich eine Feder. Der hängt bei uns jetzt seit einem Jahr hier und der ist noch keinen Zentimeter länger geworden. Was also wirklich für dieses Garn in der Stärke spricht, dass es eben überhaupt nicht ausleiert. Dann haben wir ja auch noch die kurze Dori gemacht, die man ja auch aus der, Kim vielleicht einen Schritt zurück, aus der Big Mohair machen kann von Schwedenrot. Die Maschenprobe passt, also ihr könnt es auch ein bisschen austauschen, die Garne. Oder eben natürlich auch sehr schön die kurze Form von der Dori in Snefnug. Und da braucht ihr eben 10 für die kleinste Größe, 11 und 12. Ja, also, ihr könnt euch schon mal was Kuscheliges machen. Ich ziehe sie gleich wieder aus, weil wir räumen weiter. Wir haben nämlich heute die riesen Shibui-Lieferung noch bekommen. Ah ja, dazu möchte ich noch sagen, viele besorgte Shibui-Fans haben uns angerufen, ob es jetzt Shibui nicht mehr in Europa gibt, weil der europäische Distributor das nicht mehr macht. Wir haben aber Shibui schon immer direkt von der Firma in Amerika bezogen und werden die natürlich auch weiterhin haben, weil wir haben ja immer die ganze Palette. Es gibt auch ein neues Garn dazu. Ich glaube, da machen wir dann gleich nächste Woche das Modell. Die Dagmar hat sich nämlich was Tolles ausgedacht. Wenn wir es dann eingeräumt haben. Und die Woche werden auch noch die ganzen Modelle fotografiert. Toni steht schon in den Startlöchern. Also ihr seht, es tut sich was. Und ja, und dann kann er kommen, der Herbst. Wir sind gerüstet mit einem kuscheligen Mäntelchen. Dori und die Miss Sunny in allen Farben außer Gelb. Also bis bald. Tschüss.